Ja, und dazu reden wir jetzt mit Ronald Eikenberg. Er ist IT-Sicherheitsexperte. Er arbeitet in der Redaktion des CT-Magazins und er ist jetzt aus Hannover zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Eikenberg. Schönen guten Morgen. Was ja jetzt jeder fragt, was können Kriminelle jetzt auf unseren Computern oder Smartphones abgreifen an persönlichen Daten? Im Prinzip können Sie alles abgreifen, was ich da an Geheimnissen habe. Das geht bei meinen Passwörtern los. Sie können aufgerufene Webseiten mitlesen, E-Mails, alles, was verschlüsselt ist. Also im Prinzip alles, worauf ich als Nutzer auch Zugriff habe, ist jetzt in Gefahr. Und von daher sollte man unbedingt handeln. Das Ganze, über das Handeln reden wir gleich, aber das Ganze ist ja auch ein Thema für die sicherheitsrelevante Infrastruktur, wo diese Chips ja nun auch verbaut sind. Konkret, was sind da die Gefahren? Können Kriminelle jetzt Kraftwerke manipulieren oder in den Verkehr eingreifen? Die betroffenen Prozessoren sind überall im Einsatz, auch in kritischer Infrastruktur. Und wir gehen davon aus, dass die Lücke solche Angriffe zumindest begünstigt. Und auch da ist natürlich großer Handlungsbedarf, weil da echt große Gefahren lauern. Sie sagen, es ist Handlungsbedarf. Das heißt ja nun, dass das generelle Problem grundsätzlich schon seit 20 Jahren bekannt sei. Wieso tut sich da nichts? Wieso wird das nicht behoben? Also bekannt ist das Problem konkret seit ungefähr 6 Monaten, als die Sicherheitsforscher, zu denen ja auch Google-Forscher gehören, auf die Lücke aufmerksam geworden sind. Sie klafft wahrscheinlich seit 20 Jahren in den Prozessoren. Und seitdem ist halt ein Prozess im Gange. Die Hersteller haben versucht, die Lücke zu schließen. Das ist ja jetzt auch gelungen. Und so ist es erstmal ein gewisser zeitlicher Ablauf, der da gerade stattfindet. Und der bisherige Höhepunkt war die Veröffentlichung der Details und eben auch der Updates. Was ist denn jetzt mit den Herstellern, die haben Sie gerade angesprochen, die diese Sicherheitslücken zu verantworten haben? Mit welchen Konsequenzen müssen die Ihrer Meinung nach jetzt rechnen? Ich denke, hierzulande wird da nicht allzu viel passieren. Man weiß ja, dass in Amerika durchaus andere Gesetze gelten und auch mal Sammelklagen angestrebt werden. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige Nutzer da auf den Schlips getreten fühlen, weil ja auch die Geschwindigkeit etwas leidet unter diesen Sicherheitsupdates. Was da konkret passiert, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Das wird sicherlich noch sehr spannend. Herr Eikenberg, was uns jetzt alle interessiert, und da brauchen wir jetzt den wichtigsten Tipp von Ihnen an diesem Tag. Was kann der Einzelne für die Sicherheit auf seinem Computer in dieser Lage tun? Erstmal muss ich mir bewusst darüber sein, dass ich wahrscheinlich betroffene Geräte habe. Es ist ja fast alles betroffen, Rechner, Tablets, Smartphones, egal von welchem Hersteller. Und ich sollte sicherstellen, dass diese Geräte auf dem aktuellen Stand sind. Also, dass ich die sogenannten Updates oder Aktualisierungen einspiele, die mir angeboten werden von dem Betriebssystem, also von Windows, iOS, macOS, Linux, ganz egal, was ich da einsetze. Und sobald es diese Updates gibt, für viele Plattformen gibt es sie bereits, sollte ich auf Installieren klicken. Ich sollte das auf keinen Fall herauszögern, weil wir damit rechnen, dass die Angriffe auch stattfinden werden innerhalb der nächsten Tage oder Wochen. Und wenn ich das erledigt habe, dann bin ich nach derzeitigem Kenntnisstand auf der sicheren Seite. Dann haben wir jetzt alle eine gute Aufgabe fürs Wochenende, nämlich Software aktualisieren. Das war Ronald Eikenberg, er ist Sicherheitsexperte in der Redaktion des CT-Magazins über die Sicherheitslücke, die aktuell Milliarden von Computern betrifft. Ganz herzlichen Dank nach Hannover fürs Gespräch.